kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Elex 2. So, endlich ist es soweit, Elex 2 ist draußen und ja, ich habe eben schon mal ein bisschen getestet, ob alles läuft. Und dazu werde ich dann gleich noch ein bisschen in-game was erzählen. Wir starten jetzt erstmal ein neues Spiel. Ich denke, ich werde auf schwer spielen und ja, schauen wir uns mal das Intro an. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Thank you.
Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Ja, und da sind wir. Neue Mission, nichts zu verlieren. Und der gute Jax ist um einige Jahre verjüngert worden. Er sieht sehr jung aus hier. Ja, ich habe sehr viele Fragen. Also sicher ist, die Wissenden sind angekommen. Oder zumindest... Scheiße. Dieser verdammte Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Offensichtlich. Also die Wissenden oder der Speer der Wissenden sind gelandet. Ich frage mich halt nur die ganze Zeit, warum sich Jax überhaupt erstmal dafür entschieden hat, ins Exil zu gehen. Weil die Leute haben ihm wohl nicht geglaubt, alle haben vergessen, dass diese Wissenden irgendwann kommen sollten. Jax hat sie... Zu gefährlich hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Jax, beruhig dich, wir haben alle Zeit der Welt. So, ich brate mir erstmal ein Fleisch. Die Leute haben wohl vergessen, dass die Wissenden kommen, aber... er hatte doch das Lager der Mitte und ganz viele Gefährten. Wieso hat er sich von denen getrennt? Weil die Leute haben ihn doch auch schon vorher auf Schritt und Tritt begleitet. Ich frage mich, warum er dann weggegangen ist. Naja. Das wird sich wahrscheinlich sicher noch alles aufklären. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Und ich muss sagen, ich freue mich riesig auf Elex. Weil, wenn Piranha bald Spiel kommt, das ist einfach... Weiß ich nicht, da bin ich immer wie so ein kleines Kind in Vorfreude. Und jetzt ist es endlich soweit. Dann ausweichen. Ich habe ja eben schon ein bisschen getestet, wie das Kampfsystem so geht. Man kann auch Kicke machen. Und so die Gegner müssen stunnen. Und natürlich erfordert das auch alles Ausdauer. Man kann die Attacken auch, wenn man jetzt einfach wahllos draufklickt, dann macht er so, dann haut er schneller zu. Man kann das aber auch ein bisschen timen oder auch aufladen. Ich bin mal gespannt, wie das mit den verschiedenen Waffen, Klassen und so ist. Chili. Und wir werden das alles nach und nach herausfinden. Das ganze Overlay hat sich so ein bisschen verändert hier. Aber bisher, von dem, was ich gesehen habe, gefällt es mir gut. Ich war eben gezwungen, den Start jetzt nochmal jetzt zu spielen, weil ich habe schon ungefähr so eine halbe Stunde aufgenommen und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit OBS einige Probleme hatte. Deswegen spiele ich es jetzt nochmal. Aber es war nur die erste halbe Stunde. Und ja, ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt besser und flüssiger, denn bei mir läuft das Spiel sehr gut und ich achte ja nur auf den Hauptmonitor und auf einmal habe ich dann gemerkt, Mist, bei OBS an der Seite habe ich Frame-Einbrüche, beziehungsweise es waren mehr so Stotterer und keine Frame-Einbrüche. Und dann habe ich testweise auch die Grafik reduziert, weil ich dachte, es liegt daran, daran lag es aber auch nicht. Und ja, jetzt habe ich meinen Grafikkartentreiber aktualisiert und hoffe... Dass es jetzt gehen wird, weil... Nichts wie weg hier. Bisher sieht es aber so aus, als würde es jetzt gehen. Und ich hoffe, das bleibt so. Falls es doch zu Rucklein kommen sollte, dann entschuldigt das bitte. Und ich versuche das dann die Tage in den Griff zu bekommen, falls es nochmal vorkommt. Diese normalen Gegner scheint man echt einfach kaputt spammen zu können. Am Anfang. Aber es ist ja auch das Tutorial-Gebiet hier. Wenn man so will. So. Was gibt's denn hier noch Schönes? Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was uns der Story mit den Wissenden jetzt erwartet. Potenzial ist ja da, dass da einiges Interessantes zustande kommt. Wir werden sehen. Da geht's auch noch hoch. Da habe ich mich zum Beispiel in der anderen Aufnahme gar nicht umgeschaut.
Okay, hier liegen noch ein paar Sachen. Was macht der gerade? Trank des Scharfschützen. Was macht denn der? Erhöht dauerhaft die Geschicklichkeit. Nicht schlecht. Aber ich trinke mal noch nicht, weil ich Angst habe, dass dann die Attributspunktekosten ja steigern und dann lassen wir das lieber mal. Huch. Ich meine, man konnte sich auch an Kletterkanten festhängen. Habe ich nämlich eben in der anderen Aufnahme einmal gemacht, aber ich war da auch nicht ganz sicher, wie ich das gemacht habe. Konnte man... Ah, okay, jetzt hat er so geschafft. Also man kann auch wirklich so hängen und dann sogar sich so umhangeln. Erstmal Brot und Knoblauch hier einsammeln. Das hier seit, wer weiß wie lange schon rumliegt. Aber ich muss sagen, die Optik von Jax, da lässt sich wahrscheinlich so streiten. Also er sieht mir einen Tacken zu jung aus und auch irgendwie zu weich. Wisst ihr, an wen Jax mich gerade erinnert? Kennt ihr Fable 1? Fable Anniversary? Weil diese neue Version davon gespielt. Da hat ja alles so einen leichten comichaften Touch und ich finde, Jax sieht jetzt auch leicht comichaft aus. Gerade der CGI-Trailer. War ja klar, noch mehr von den Viechern. Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Gerade der CGI-Trailer, der hat so einen richtig coolen, ruppigen Rex da gezeigt und dann sind wir im Spiel auf einmal, denkt man, man spielt hier die Vorgeschichte, weil er einfach aussieht wie, keine Ahnung, 18. Was sind denn die Dinger hier? Was war das? Ich denke mal, das sind nicht die Wissenden, sondern nur irgendwelche Späher oder Diener. Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Besser wäre das wohl. Ja, das war ja eine wilde Verfolgungsjagd. Gut. Wer bist du? Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Ja, ein Roboterarm, ne? Der Typ. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen.
Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Mhm. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja. Eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magallan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Ah, Jax ist Vater. Komm schon, wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Jax! Oh Mann, ey. Verdammt, mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Moment, er war mit seinem Sohn draußen spazieren und da kam so ein komischer Froschmensch und der hatte ihn dann einfach dagelassen oder wie soll ich das jetzt verstehen? Naja, wir werden bestimmt noch herausfinden, was mit dem Sohn ist und warum er den einfach alleine lässt. Ich frage mich auch, warum er hier so viel weiß, weil diese Wissenden sind ja gerade erst angekommen. Und er scheint diese ganzen Dinge ja auch, genau wie Jax, schon länger zu beobachten. Also, wer ist er wohl? Weil er scheint ja auch uns zu beobachten. Sonst hätte er vielleicht gar nicht mitbekommen, dass, wieder angegriffen wurden. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magallan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon.
Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Mhm. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Okay. Da geht er. Ja, und uns steht jetzt die ganze Welt offen. Bin sehr gespannt auf die ganzen Gebiete und auch auf die alten Gebiete, die sich ja verändert haben. Passus 1, der Angriff. Da ist auch das Weltenherz. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Mir geht es wirklich nicht besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Jetpack, sehr gut. Ja, ein Heiler wäre vielleicht gar nicht schlecht bei deinen Verletzungen. Ja, über diesen comichaften Look der ganzen NPCs und Charakter kann man sich ja streiten. Aber was wirklich echt gut gelungen ist, finde ich, ist die ganze Lippensynchronität. Also, sieht echt gut aus. Ich glaube, so schön und flüssig und wirklich realistisch war das noch in keinem Piranha-Bytes-Spiel bisher. Treibstoff. Du hast Treibstoff gefunden. An einer Jetpack-Bank kannst du deinen Treibstoffvorrat für dein Jetpack vergrößern. Ja, da muss ich wohl eine Treibstoff... Also eine Jetpack-Bank auftreiben. Ah, einen Bogen. Kann ich den tragen? Er hat ihn an. Okay, ich kann ihn auf die 2 legen, das ist gut. Immer ein bisschen schade, dass man einen Bogen und eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe nicht gleichzeitig tragen kann. Das mag ich immer. Wenn das geht, sieht man so heftig ausgerüstet aus, aber... Naja, kann wohl nicht alles haben. So, was haben wir hier noch? Gegenmittel. Ah! Was schreist du denn so? Der kleine Wutanfall oder was ist mit ihm los? Okay, das meinte ich. Er kann sich so festhalten. Oh, Kartenstück. In der Elex 1 habe ich, glaube ich, nie geschafft, alle Kartenstücke zu sammeln. Vielleicht gelingt es mir ja hier. Mal gucken. Aber die sind ja immer gut versteckt. Was ich mal machen könnte, ist nochmal zum Anfang zurückgehen. Und... Boah, er geht ja in so eine richtige Fallanimation. Nochmal bei diesen Wissenden zu gucken. Das habe ich eben nicht gemacht. Dann hätte ich jetzt nochmal für mich auch eine Alternative, die ich am Anfang sehen würde. Aber ich habe halt nur bis zum Weltnetz da vorne gespielt. Bis dahin kenne ich es dann noch und dann ist es für mich ja auch komplett unbekannt. So, hier müsste es ja wieder zurückgehen. Oh, was? Okay.
Schauen wir mal hier. Unser Jetpack hält wirklich noch nicht lange. Da sind die Viecher. Ach komm, was haben wir zum Verlieren? Wir gucken mal, wie stark die sind. Sieht schon ein bisschen gruselig aus. Okay. Noch irgendeinen besonderen Schaden. Aber ich mache ihn auch Schaden. Nicht viel, aber. Okay. Das müssen wir nochmal üben. Was mich aber interessiert ist, ob ich an den vorbeilaufen können. Warte mal, ist das überhaupt der gleiche Ort? Doch, ne? Da war schon gerade ein Helikoptergeräusch. Ja, doch, hier waren wir eben. Ah, genau da. Da hat er es gemacht. Jetzt nicht. Jax, halt dich doch mal fest. Ich möchte das gerne herausfinden, wann du das machst. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das Jetpack steuert sich besser. Er lehnt sich auch so ein bisschen weiter nach vorne. Das macht es dann einfacher. Das ist eigentlich ganz cool. So, unser Haus müsste ja da sein, wo dieser fette Turm ist. Der sieht zwar im Intro auch ein bisschen kleiner aus, der ist nämlich da ziemlich riesig. Aber schauen mal. Generell können wir uns mal hier ein bisschen die Gegend angucken. Sehr weitläufig hier. Und da unten sind Wölfe, glaube ich. Kaputte Autobahn. Ich schätze mal, hier sind viele von denen. Okay, das ist auf jeden Fall irgendwas anderes. Das könnte so ein Wissender sein. Abartiger. Drei Totenköpfe. Meine Hütte ist nicht mehr. Oh, da sind auch irgendwelche Flugviecher, ist das? Okay. Skorpiongrille. Räuber. Was ist das? Nö. Und hier für krasse Viecher. Ja, yeah, da ist auch irgendeine Spinne. Junge, Behemoth.
Okay, jetzt habe ich hier schon das ganze Repertoire den Wissenden gesehen. Geißelzecke. Und die Leute stehen wohl auf die Farbe lila, ne? Muss man sagen. Kann ich da rein? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich meine, wir sollten eigentlich unseren Sohn suchen, aber... Der hat sich sicherlich schon gut mit diesem Froschmenschen da angefreundet. Wie er läuft. Okay, das ist... ich bin hier sowas von falsch. Aber es ist sehr interessant. Oh. Was die hier zu bieten haben. Wird sowas von sterben, ne? Jetzt in irgendeine Kommandobrücke oder so. Was ist das? Ich laufe einfach irgendwo hier rein. Völlig wahnsinnig. Das ist jetzt ein bisschen ausgeartet hier. Gehst du bitte weg? Wie komme ich eigentlich jemals wieder raus? Oh, was ist das für ein Typ? Ja, Leute. Hier ist Gift, würde ich sagen. Komm ja auch nicht hinterher. Wir haben Schusswaffen. Oh shit, was ist das? Ich habe eine Superwaffe bekommen. Schnell weg! Ich habe keine Ahnung, was ich da aufgesammelt habe. Ich speichere das aber mal. Ich habe ja irgendwas Cooles gefunden. Warte mal, wo ging es jetzt überhaupt raus? Da? Hier nicht, ne? Aber witzig, dass das geht. Das liebe ich ja mit dem Piranha-Bytes-Spiel, diese Freiheit. Ich kann jetzt hier einfach schon hinlaufen, obwohl ich hier noch nichts zu suchen habe. Und irgendwas Cooles habe ich hier gefunden. Dieses Raumschiff ist verdammt riesig. Nur mal anmerken. Naja, wir sind ja hier anscheinend erstmal in Sicherheit. Was habe ich denn da gerade gefunden? Ach, Raketenwerfer. ...600 Schaden. Und der ist 25.000 wert. Ich will nichts sagen, aber jetzt können wir uns, glaube ich, zur Ruhe setzen. Ich denke, ich verkaufe den einfach und dann bin ich ultra reich. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Haben wir irgendwie so ein... eigenen Kräutergarten noch? Lass mich alle los in Ruhe, ey. Ruhe erhalten.
Ja, weg an. Weg hier, diese komische Spinne da, die macht mir auch Angst. So, das war jetzt eigentlich bisschen merkwürdig. Ich wette, so hat niemand seinen Elex 2 Start gemacht. Obwohl. Boah, ich könnte mir schon vorstellen, dass manche hier auch hingegangen sind, aber vielleicht nicht so weit rein. Ja, war ein rasantes Abenteuer. Ich würde sagen, jetzt muss ich nur wieder den Weg zurückfinden. Und, ich weiß jetzt mit Sicherheit, dass ich hier vorerst überhaupt nichts zu suchen habe. Ja genau, hier ist ja der Platz, wo wir angefangen haben. Gut. Voller Erfolg, würde ich sagen. Da oben hätte ich mich eben noch hinbegeben können. Das Coole ist, ich kann jetzt auch hier überall gucken. Das meinte ich eben. Hier macht zwar keinen Sinn, dass er sich jetzt da festhält, aber er kann sich festhalten. Weiß nur nicht, wann er es macht und warum. Also warum schon, aber nicht wann. So, die Dinger umgehe ich auch. Vogelnest. Wahl. Kann man auch verticken. Da wollte er sich gerade festhalten, aber konnte nicht. Okay, sehr geil. Elex 1 war ja auch schon überall befüllt mit irgendwelchen Sachen. Ich wette, hier wird es genauso sein, dass man überall hingehen kann und man wird auch immer irgendwas Interessantes entdecken. Hier sind wir anscheinend in irgendeinem kargen Gebiet. Die Karte habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Okay, wir sind hier. Das Ding kommt mir bekannt vor hier. Ist das nicht eigentlich... Hat man hier nicht gegen den Big Bang gekämpft und das hier ist das Fort der Banditen dann? Also dann haben die Weltenherzen hier wohl alles ein bisschen zurückgebracht. Mit dem, ja. Doch, hier, doch, das ist das. Hier unten, es war diese riesige Industrieanlage. Und dann ist in die Richtung Goliath. Da kann man dann wohl nicht hin. Der Staudamm bei Abessa. Ja, hier ist der Konverter von wie hieß denn das Gebiet hier nochmal? Ignadon. Das hier ist glaube ich neu, aber wie riesig ist bitte die Welt, ey. Das hier ist auch neu, glaube ich. Naja, wir werden sehen, was wir so alles finden. Ich weiß noch gar nicht, was für einen Charakter ich spielen will, aber vielleicht einfach mit dicken Zweihandwaffen. Hätte ich Bock drauf. So eine dicke, schöne Streitaxt. Das ist wirklich das Fort. Da sieht man sogar den Bunkerturm da, der... Ja, dann hat sich diese Region hier aber in den letzten Jahren richtig verändert, richtig schnell. Weil wie lange ist jetzt, wie viel ist jetzt vergangen mit den Ereignissen von Elex 1? Ein paar Jahre, ne? Oh. Das ist ein Teleporter.
den ich vielleicht vorher mal aktivieren soll. Was war das denn? Er hält sich gerade einfach so fest. Oh, ich konnte gerade eine Spezialattacke machen. Das muss ich mir noch mal angucken. Ich glaube, ich habe ihn ungenockt und konnte deshalb eine Spezialattacke machen. Teleporter aktiviert, das ist schön. Was haben wir denn hier Schönes? Jax, gut, dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Es passierte während der Nachtwache. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge? Nein, die Morkons natürlich. Du siehst doch überall ihre gefallenen Bluthunde. Der größte Pulk der Morkons ist allerdings wieder weiter nach Norden gezogen. Mhm. Sie haben die eigentlich alle so ultraweiße Zähne? Das ist die erste Frage. Noch das ist die Frage, die ich habe, bevor ich diese Frage stelle. Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie alle erwischt hat. Mhm. Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier. Ich kann dir ein paar Tränke geben. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden. Von einer dieser fremden Kreaturen. Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. Und ich habe mir überlegt, dass ich bei diesem Let's Play so ein bisschen böse spiele. Oder einfach so ruppig. Und deswegen werde ich dann vermutlich eher solche Antworten wählen. Das ist ganz witzig. Das ist ja ein ganz toller Vorschlag. Idiot. Habt ihr diese großen lila Former schon bemerkt? Ja, es sind Fremde gekommen, die sich unten im Süden breit gemacht haben. Viele ihrer Kreaturen haben wir auf unseren Streifzügen jagen gesehen. Ich konnte mich damit allerdings nur am Rande beschäftigen. Wir hatten hier eine ausgewachsene Gildenschlacht zu bewältigen. Hm, ich war gerade bei denen und hab mal geguckt. Also, ich könnte dir berichten, was da alles rumläuft. Habt ihr einen Heiler, der sich meine Infektion und den Biss ansehen könnte? Viele sind in der Schlacht gefallen, aber Kaya ist vermutlich die beste Magierin unter uns. Ihr solltest du deine Verletzungen mal zeigen. Komisch auch, dass er schon vergessen hat, dass Kaya heilen konnte oder Magie wirken konnte. Warum bist du hier geblieben? Ich bin ein Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflicht zu erledigen. Das Weltenherz nach so einem Angriff schutzlos zurückzulassen, das kann ich nicht tun. Meine Männer verlassen sich auf meine Führung. Komisch, dass das ein Warlord ist. Die Warlords hatten auch sonst solche dicken Rüstungen an. Der läuft hier in so einem Mantel rum. Nach komischen Schnüren. Was soll das hier überhaupt darstellen, ne? Meinst du, bist cool oder was? Wie mein geiles Halstuch an. Ist das Weltenherz noch intakt? Ja, zum Glück. Ironischerweise haben die Morkons es nur auf uns Berserker und unsere Elixitbeutel abgesehen. Das Herz verrichtet immer noch unbeschadet seinen Dienst und gibt sein Mana an die Erde ab. Die Natur wird sich dank des Weltenherzes bald richtig an dieser Stelle von Karakris entfalten. Das ist doch schön. Die Morkons sind dann wahrscheinlich. Die Morkons sind wahrscheinlich dann eine der neuen Gilden, ne? Seit wann wagen sich die Morkons so weit vor? Das ist in der Tat sehr seltsam. Bisher hatten sich diese destruktiven Wahnsinnigen in ihrer Grotte verkrochen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Wahrscheinlich die Eindringlinge mit ihren bizarren Kreaturen. Durchaus möglich. Jedoch glaube ich, dass sie andere Motive verfolgen. Es sind religiöse Fanatiker, die ihrem dunklen Gott huldigen. Wer weiß schon genau, was sie antreibt. Und wenn du Kaya begegnest,
Sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Mach ich. Einfaches Schwert erhalten und ein Bogen. Ist mit der Übersicht hier gerade verwirrt. Einfacher Bogen? Bogen. Braucht 13 Geschicklichkeit. Das braucht 16 Stärke und auch 13 Geschicklichkeit. Okay. Sieh dich vor. Die Zeiten, in denen man sich in Caracas noch frei bewegen konnte, sind leider vorbei. Hat einige erwischt hier. Du? Einfach Klinge. Ich bin nicht gut genug. Dann solltest du das ändern. 25 Stärke und 17 Geschicklichkeit. Wer bist du? Du bist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Danke. Du so? Schön, dich zu sehen. Ja, bin ich auch. Man muss hier immer die Augen offen halten. Caracas ist ein verfluchtes Pflaster. Probleme? Das siehst du ja. Im Grunde könnten wir immer mehr Leute gebrauchen. Immerhin habe ich Material für Waffen, damit wir Angriffe von außen abwehren können. Hast du auch eine Waffe für mich? Ich habe keine Waffen zu verschenken, wenn du das meinst. Aber ich habe eine kleine Schmiede. Wenn du willst, kannst du sie gerne verwenden. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kann ich dir vielleicht was beibringen. Aber das mache ich nicht umsonst. Du solltest also schon etwas Erfahrung und ein paar Splitter mitbringen. Wenn du was kaufen willst, habe ich noch ein paar Sachen rumliegen. Aber das meiste brauche ich für die Jungs hier. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Was kannst du mir denn beibringen? Okay. Schlösser knacken. Waffenschmied. Kann er einfache Waffen bauen. Sockel einsetzen. Ich denke mal, solche Sachen werde ich auch lernen. Zu gucken. Hier Trophäen kann er einen auch beibringen, also... Ich denke, man wird hier auch wieder grundlegend so ein bisschen alles lernen müssen. Weil alles auch immer Intelligenz und so abverlangt. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Ja, sicher doch. Was hast du denn Schönes hier? Was ist denn das? Energiezelle. Einfache Berserker-Kapuze. Und den könnten wir uns holen. Den noch? Rebellenhemd. Rebellenhose. Also ich habe hier gerade diese ultra krasse Waffe gefunden. Kann ich die ihm verkaufen? Was ist die wert? Ich habe jetzt einfach 25... Oh, sorry, das ist so dumm. Ja gut. gut. Habe ich hiervon zwei? Ja, mal. Nee, das ist... Nee, was bedeutet denn die zwei? Dass ich davon zwei habe? Doch, so. Zwei brauche ich davon nicht. Und hiervon davon brauche ich auch nicht drei. Die behalte ich nochmal. Ja. Ja, dann kaufen wir uns mal hier, ne? Und die Tücher kaufen wir auch. Der ist reich. Treibstoff. Kaufen wir uns auch. Wir sind ja reich. Viel zu reich.
Ich glaube, ich habe eine übelste Late-Game-Waffe einfach eingesammelt. Und, naja, habe jetzt ein entspanntes Leben. Das sieht doch okay aus. Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig jetzt aus, weil irgendwo in der Luft hängt. Aber an sich. Frag mich, wie die Kapuze hält, aber sonst sieht das doch ganz chillig aus. Ich finde sowieso irgendwie so das cool, wenn man so ein Unterhemd trägt und dann einfach einen dicken Zweihänder auf dem Rücken. Waffenschmied 1. Okay. Ich darf das ja mitnehmen, oder? Ja. Haben wir hier noch. Stärke-Modifikator. Plus 5 Stärke. Okay. Den habe ich jetzt angelegt. Ersetzt das sozusagen die Ringe und Amulette? Ah, ne? Ja gut. Okay, das mit der Kapuze sieht wirklich ein bisschen blöd aus. Weißt du was, wir sind doch so reich, ich bin jetzt übelst verschwenderisch, weil dieses Geld mir gar nicht zusteht. Ich kaufe mir jetzt noch diesen anderen Helm und dann gucke ich einfach. Ich werde mir einfach alle Rüstungen kaufen und alles angucken. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So, gib mir das. Was hast du noch Cooles hier? Pfeile. Pfeile könnte ich echt kaufen. Aus 400. Ach komm. Die sind reich. Also wenn ein Patch kommt, dann muss das unbedingt gepatcht werden, dass man da entweder nicht so leicht rankommt wie ich gerade aus Zufall. Oder man muss den Preis regulieren. Ich glaube, bei Elex 1 hatte ich eine ähnliche Sache. Da habe ich am Anfang auch irgendwie so einen Hammer gefunden und den da verkauft, dann war ich auch übelst reich. Ist denn jetzt hier der Kopfschutz? Was ist denn das? Ja, guck mal an, das ist doch der heftigste Shit. Ich bin jetzt so ein Cyberpirat. Auch, sagen wir mal, es sieht interessant aus. Bin absolut begeistert. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ist hier irgendwas? Da liegt was. Zerrehlich ein Knoblauchbrot. Aber gute Heiltränke. Da ist eine Fliege. Hatte ich jetzt meinen Bogen nicht mehr ausgerüstet? Was bist du denn? Eine Glutfliege. Keine Blutfliege, eine Glutfliege. Gucken, was sie so macht. Kann ich die auch irgendwie visieren? Also so. Ich finde, man verliert die Viecher ganz leicht aus dem Fokus. Geld. Großer Elextrank? Waren die nicht übelst gut?
Inventar. Ein Lernpunkt. Mal gucken, ob man das hier auch hemmungslos ausnutzen kann. Den Elex trinken. Oh, so viel. Keine Pfeile mehr? Doch, ich habe doch ganz viele gekauft. Ich finde es schön, dass man den Bogen wieder spannen kann und nicht einfach der automatisch immer gespannt wurde. Das ist ein besseres Gefühl beim Bogenschießen. Das ist echt schön. Ah, mein Kopf. Warte ich schon wieder mit dir. Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir. Und er zielt so ein bisschen automatisch. Fällt mir gerade auf, so leicht. Was ist du für ein komischer Truthahn? Da oben ist eine Ruine. Auch hoch. Da sind Menschen. Mich nicht anvisieren. Da ist hier Kaya. Aber warte mal, dich möchte ich auch noch anlocken. Du Glutfliege. Zerstörung schwach gestiegen. Es ist böse, Ratten zu töten. Das! Voll weggefetzt, die arme Ratte. Sie dahin. Da habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen wegen den Ratten. Okay, schauen wir mal hier. Ist das Kaya? Ich will zu Kaya. Ja, das ruhig mal schreien können. Lass ihn durch. Hi. Sieh an, der geheimnisvolle Außenseiter gewährt uns die Ehre seiner Anwesenheit. Tut mir leid. Ich war verhindert. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Hör zu, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lag mehrere Tage bewusstlos in irgendeiner Ruine. Ach, ist das so? Und wie kam es dazu? Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Feind. Ja, ich habe es gesehen, aber ich hatte schon genug Probleme in letzter Zeit. Wie du siehst, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Das sehe ich. Du schleppst unseren Sohn auf eine deiner Strafexpeditionen mit? Momentan ist es besser für ihn, wenn er hier bei uns bleibt. Das Fort ist nicht mehr sicher genug für ihn. Zu viele Anschläge und Widrigkeiten in letzter Zeit. Hier draußen ist es viel sicherer. Das sieht dir ähnlich, mir Vorhaltungen zu machen. Mister, immer wenn es kompliziert wird, verschwinde ich in meiner kleinen Hütte. Die Hütte haben sie unter einer ihrer fliegenden Festungen begraben. Gut so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du dich dahin zurückgezogen hattest, anstatt mit uns zu leben. Da hat sie einen Punkt, Jax. Gute Antwort.
Ich hatte einfach genug von dir. Blödsinn. Du hast da oben Frust geschoben, weil deine Bemühungen, die Menschen vor einer potenziellen Bedrohung zu warnen, bei den Anführern der Gilden fruchtlos geblieben sind. Und anstatt weiterzumachen, vergammelst du jetzt schon seit Jahren da oben in deiner dämlichen Hütte. Hey, du warst mal ein großer Mann. Du hast damals gegen dein eigenes Volk gekämpft, bist in den Eispalast gestürmt und hast den Hybriden bezwungen. Das war noch Zeiten. Da ist er. Der alte Jax. Also er sieht ruppiger aus. Der gefällt mir besser. Jahre im Exil haben ihn verweichlicht. Viele behaupten, so sei es nicht gewesen. Ich war eine der wenigen, die damals dort waren. So ist es gewesen. Auch wenn heute kaum noch jemand da ist, der sich daran erinnert oder sich erinnern will. Diese potenzielle Bedrohung, wie du sie nennst, bricht gerade über uns herein. Das haben wir beide kommen sehen. Und jetzt haben wir das Nachsehen und müssen um unser aller Überleben kämpfen. Ja, ich weiß. Die Menschen sind sich eben erstmal selbst am nächsten, anstatt sich um die globalen Probleme zu kümmern. Es gibt aber auch weltliche Dinge für dich, die es wert sind, Beachtung zu finden. Wenn du nur ein halb so guter Vater wärst, wie Dex ihn bräuchte, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Hätte ich ihn vielleicht besser auf dem Schlachtfeld beim Weltenherz lassen sollen? Nein, natürlich nicht. Außerdem ist er bei Asgard unter guter Aufsicht. Im Gegensatz zu dir würde er ihn niemals einfach zurücklassen. Ey, ist Asgard dein Neuer oder was? Okay, aber man muss sagen, Jax gewinnt den Preis für den Vater des Jahres auf keinen Fall. Das ist so. Wo ist Dex gerade? Er ist hier irgendwo. Asgard lehrt ihn gerade, sich in Geduld zu üben. Eine Fähigkeit, die er bei seinen Eltern mehr als gut beherrschen sollte. Sag bloß. Ja, was denn? Ich weiß, dass auch ich einiges hätte besser machen sollen und er hier im Ödland eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn dir etwas Besseres einfällt, dann raus damit. Aber hör auf, mich so strafend anzusehen. Dex gehört an einen sicheren Ort. Ach was. Na dann übernimm du das doch. Wird ja auch Zeit, dass du dich endlich einmal um ihn kümmerst. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Ein alter Mann namens Adam hat die letzten Tage meine Wunden versorgt. Er sagte, er wolle die Bastion im Norden zur Großmacht ausbauen. Klingt für mich nach einem sicheren Ort. Was sagst du? Adam? Ein alter Mann? Meine Güte, Jax. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Deine Sinne und Auffassungsgabe haben offenbar sehr gelitten. Was soll das heißen? Es gibt nur einen alten Mann, der oben in der Bastion residiert, auf den deine Beschreibung passt. Der alte Mann, von dem du da sprichst, ist niemand Geringeres als Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Kann das denn sein? Er war doch... Also, er war doch der Hybrid. Man hat doch sogar sein Gesicht am Ende von Elex 1 gesehen. Der war ja schon eine halbe Zombie-Leiche. Wie kann er das denn sein? Aber das erklärt, warum der so viel über die ganzen Wissenden wusste. Der alte Mann ist Dawkins? Das kann ich kaum glauben. Keine Ahnung, wie sehr sie dir den Kopf verbeult haben, dass du ihn nicht erkannt hast. Der Mann, der im Dienste der Hybridmaschine die Alps gegen alle anderen freien Menschen aufgehetzt und vor Jahren ganz Magallan mit Krieg überzogen hat. Der arme Teufel, der vor kurzem noch in einer mechanischen Kapsel steckte und heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das klingt ja fast, als hättest du ihm all seine Verbrechen an der Menschheit verziehen. Die Killermaschine von damals ist zerstört. Der schäbige Rest, der überlebte, hat bestenfalls noch die Kraft, sein Wissen mit uns zu teilen. Dawkins ist nur noch ein alter Mann. Ohne seine Maschine macht er mir wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das erklärt so einiges. Ich schätze, ich werde ihn trotzdem noch einmal aufsuchen und zur Rede stellen. Ja, das solltest du tun. Immerhin hat er auch dich Jahre deines Lebens gekostet. Ich glaube, ich bin krank und brauche deine Hilfe. Du siehst auch irgendwie ziemlich lediert aus. Was ist passiert? Eine dieser Kreaturen, der, nennen wir sie Eindringlinge, hat mich gebissen.
Der alte Mann meinte, ich sei infiziert. Womit genau, konnte er mir jedoch nicht sagen. Also, wenn ich wieder zu Hause in Tavar bin, an meiner Wirkungsstätte, dann könnte ich dir etwas zusammenmischen. Aber wir befinden uns gerade in einem Kampf gegen die Morkons. Da wirst du wohl noch eine Weile durchhalten müssen. Ich erkenne dich nicht wieder. Du bist besessen vom Kampf gegen die Morkons. Hast du gesehen, was sie unten am Weltenherz angerichtet haben? Sie haben unsere Krieger regelrecht abgeschlachtet. Ich will sie dafür bezahlen lassen, bevor sie ihr Hauptquartier erreichen. Wenn sie einmal in der Grotte verschwunden sind, haben wir es nicht nur mit ihren Bluthunden zu tun. Dann werden sie uns ihre Zerstörer und was weiß ich noch alles auf den Hals hetzen. Ich werde mich um dein Morkon-Problem kümmern. Na, ich weiß nicht so recht. Hast du nicht gerade noch gesagt, du seist krank? Ich will nicht, dass du dich weiter aufreibst in diesen kleinen Scharmützeln. Ich brauche deine Unterstützung. Die paar Bluthunde der Morkons werden mir dabei nicht im Wege stehen. Na gut, ich kratze derweil meine Leute zusammen und sichere den Rückzug. Sei vorsichtig, die Kerle sind auf der Jagd nach Elixid und sie machen dabei keine Gefangenen. Mhm. Wir müssen uns bald mal über den neuen Feind unterhalten. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, ich weiß. Unter anderem wegen dieser neuen Feinde und anderen Bedrohungen unseres Landes bin ich hier draußen unterwegs. Wir hatten ja schon geahnt, dass so etwas passieren würde. Aber so früh habe ich noch nicht mit ihnen gerechnet. Meinst du, es sind diese Wissenden, von denen der Hybrid damals sprach? Nicht nur das. Ich vermute, er hat sie sogar irgendwie angelockt. Eine der letzten Handlungen des Hybriden war es, eine Art Signal in den Himmel zu schießen. Das Ganze hatte diesen seltsamen Himmelskörper zur Folge, den sich keiner so richtig erklären kann. Das ist alles andere als beruhigend, was du da andeutest. Die Menschen müssen sich auf die nahende Bedrohung vorbereiten. Verdammt, aber ich habe gerade keine Zeit. Bevor ich dieses Problem mit den Morkons nicht gelöst habe, sitze ich hier fest. Theoretisch müsste man ja auch mit denen reden und denen sagen, hör mal, da gibt's ein paar andere Leute, die sind viel schlimmer als wir alle zusammen. Naja. Pass auf den Jungen auf, hörst du? Ich bring dich um, wenn ihm etwas zustößt. Ich mach das schon. Interessant. Er hat gerade einfach interessant dazu gesagt. So, was lernen wir denn mal? Ein bisschen Geschicklichkeit, würde ich sagen, ein bisschen stärker erstmal. Das klingt doch nach einem Plan. Dann kann ich sogar jetzt die besseren Sachen tragen. Ich habe ja einmal hier so ein Schwertchen. Das hier. Machen wir dahin und den auf 2. Schön, schön. So, dann müssen wir mal unseren Burschen suchen. Ein Tresor. Hier, Energy Drink. Kleiner Elix-Trank. Alles mit. Noch mehr Treibstoff, das ist schön. Hier haben wir die Waffenkammer und ich darf davon nichts mitnehmen. Ja, aber den Sprühkäse natürlich. So ein Schild. So schöne Waffen. Ja, und hier können wir mal die Aussicht genießen. Also es ist schon sehr weitläufig, muss man sagen. Nicht übel. Da stolziert sehr lang. Hast du noch was zu erzählen, Kaya? Gib auf den Jungen Acht, okay? Ich gebe mir Mühe. Herbert? Und was ist deine Aufgabe? Kaias Leibwache. Guter Job. Schlechte Bezahlung. Verstehe. Grüße euch aus dem Herzen Magalans. Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Musikliebhaber unter euch. Und seien wir mal ehrlich, wer ist das nicht? Billy Idol gibt ein Konzert. Ja, ihr habt richtig gehört. Billy Idol ist in Caracas und gibt ein Konzert. Live für euch aus dem Amphitheater. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich, denn das wird großartig.
Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Das war Herbert aus dem Orbit. Okay. Dunkles Elex. Der Herbert aus dem Orbit, also. Dir geht's wohl zu gut. Was? Darf ich das nicht mitnehmen hier, oder was? Mal hier. Maximale Gesundheit. Ach, das ist eine Einhandwaffe. 45 Stärke braucht das Ding. Hör auf damit. Wer redet hier überhaupt? Alles klar bei dir? Als die Morkons uns überrannten, dachte ich schon, es wäre alles aus. Du hast es überlebt. Ja, aber es war mehr als knapp. Das nächste Mal müssen wir besser aufpassen. Kaya hat uns angewiesen, weniger zu saufen und unsere Sinne zu schärfen. Gerade hier draußen kann ein Augenblick der Unachtsamkeit tödlich sein. Viel Erfolg. Danke. Voll cool, dass die ganzen alten Gothic-Sprecher wieder dabei sind. Ne? Der Schmied hatte ja zum Beispiel die Stimme, die auch Lord Hagen hat. Also ist es der gleiche Sprecher. Wolf von Lindenau. Das müsste hier Art Vader sein, der auch Iberion vertont hat. Und der Typ, der Adam vertont hat, den kennen wir aus Gothic 3. Da habe ich jetzt den Namen leider nicht gerade im Kopf, aber... Du hast das nötig, was? Ich hab's bitter nötig. Wer redet überhaupt? Er hier oder was? Es ist schön, dass die Sprecher wieder am Start sind. Finlay. Du scheinst noch sehr jung zu sein für den Job eines Kriegers. Mag sein, dass ich noch nicht alles drauf habe wie die alten Hasen. Doch ich bin ein guter Schüler. Und Kaya ist eine gute Lehrerin. Ja, das ist sie. Sie hat mir schon sehr viel beigebracht. Ich bin sehr stolz, dass ich neben ihr meinen Dienst verrichten darf. Das freut mich für dich, Finlay. Wo ist denn Dex? So ein bisschen die Gegend angucken. Ach, das Zeichen ist ja immer noch da. Mir gar nicht aufgefallen eben. Hier ist noch mehr Treibstoff. Ich frage mich, ob man das immer dann nur so für ein, zwei Punkte aufwertet oder schon für mehr. Weil wir haben ja schon recht viel. Kaya nicht gesagt, dass der hier auch ist? Für alle, die klaren Verstandes und reinen Herzens sind. Komm ich denn? Ah, mein Kopf! Was ist denn mit deinem Kopf? Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Passieren sie wirklich oder sagst du das nur? Komm ich hier irgendwie in dieses Hauptgebäude rein? Oh, hier einen Eingang geben, oder? Das Ding hat keinen Eingang. Hortet und pflegt eure Waffen für den Ernstfall. Und wenn es darauf ankommt, tut, was getan werden muss. Arbeitsanweisung. Wichtig. Da nur selten ein Weltenherz aus seinem Setzling entspringt, ist es unsere höchste Priorität, das Weltenherz unter allen Umständen am Leben zu erhalten. Dadurch wird das Terraforming in den Ländern Magalans und die Begrünung brachliegender Landflächen gewährleistet. Das Weltenherz darf niemals unbewacht bleiben.
Die Pflege obliegt ausschließlich ausgebildeten Werkern. Dem Weltenherz Mana zu entnehmen, ist strengstens verboten. Bei Feindkontakt wird unverzüglich Alarm geschlagen und alle Krieger gehen auf ihre Posten. Über alle Veränderungen ist umgehend den Warlords Bericht zu erstatten. Irgendwann blicken wir in eine bessere Zukunft. Das sagt euch Herbert aus dem Orbit. So. Boah, dann gehen wir jetzt hin. Was sagt denn hier Quest? Vision. Billy Idol Konzert. Infiziert. Wo habe ich denn... Argan. Nächste Macht. So meines Sohns. Hier findet man auch das Geschriebene. Okay. Wo ist denn dieser Typ hier? Okay, hier ist die Burg. Der Krater. Das Depot. Die Grotte. Das Fort. Aha. Sagen, das verwirrt mich jetzt mehr, als dass es mir weiterhilft. Wo ist der Typ denn? Da. Adam. Sagen, dann gehen wir mal dahin. Und schauen uns mal bei Adam um. Das interessiert mich gerade eher als mein Sohn. Was ist hier noch? War der böse? Ach, ist das mein Sohn hier? Ex, bist du's? Man sagte mir, die Morkons seien böse Menschen. Stimmt das, Vater? Wo hast du das denn gehört? Mutter sagt, sie wären einfach so in unser Lager am Weltenherz eingefallen und haben viele von uns getötet. Es war schrecklich. Warum tun die Morkons so etwas, Vater? Das ist etwas kompliziert zu erklären. Das verstehe ich nicht. Nur böse Menschen tun sowas, oder etwa nicht? Tja, das weiß ich noch gar nicht. Ja, wir sagen mal das. Ein Kind in deinem Alter sollte so etwas gar nicht sehen. Warum nicht? Macht es das damit ungeschehen? Nein, natürlich nicht. Es waren nur einige von ihnen. Bestimmt sind nicht alle Morkons so. Dann waren das also gar keine richtigen Morkons? Ja, aber ich schätze, dass die Truppe, die das Weltenherz angegriffen hat, auf eigene Faust gearbeitet hat. Du hast recht, Vater. Es ist wirklich etwas kompliziert. Ja, offensichtlich. Was machst du gerade? Mutter sagt, ich soll hier warten, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Aber das dauert schon ziemlich lange. Können wir nicht woanders hingehen? Vermutlich wäre das das Beste. Du bist hier draußen nicht sicher. Warte hier, ich werde mich darum kümmern. Ja, warten. Das mache ich sowieso schon den ganzen Tag. Du musst aber auch Asuka noch Bescheid sagen, bevor wir gehen. Sonst wundert er sich nachher noch, wo ich stecke. Das mache ich. Erstmal klaue ich euer Essen. Ja, eine schöne Bude hat er hier. Die ein bisschen zerfallen ist, aber gibt Schlimmeres. Asgar. Chilliger Bart.
Jax, gut, dass du da bist. Kaya und der Kleine hatten sich schon Sorgen gemacht. Wie geht es meinem Sohn? Nun, du siehst es ja. Er verkraftet die vergangenen Ereignisse überraschend gut. Jedoch ist das alles natürlich ein wenig zu viel für einen Jungen in seinem Alter. Er sollte gar nicht hier sein. Nun, seine Mutter wollte ihn unbedingt bei sich haben. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Kaya hat dir die Aufsicht über unser Kind überlassen. Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich weiß ja, dass ihr beiden immer viel zu tun habt. Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Vermutlich nicht. Ich bringe den Jungen in die nahegelegene Bastion. Kaya und ich sind uns einig, dass es unter den momentanen Umständen das Beste für ihn ist. Das klingt gut. Dann bist du also jetzt für den Jungen verantwortlich. Die Bastion im Norden, nicht wahr? Die alte Ruine, die dieser Dawkins bezogen hat? Jeder außer mir scheint zu wissen, wer der alte Mann ist und was er vorhat. Nun, du warst offenbar einige Zeit anderweitig unterwegs. Offenbar. Ich werde mich sofort auf den Weg zur Bastion machen und dort alles vorbereiten. Seid vorsichtig. Wir sehen uns in der Bastion. Oh. Komm mit mir, ich bring dich hier weg. Wirklich? Ich muss hier nicht mehr warten? Ich bring dich in die Bastion im Norden. Oh ja, die wollte ich mir immer schon mal ansehen. Aska sagt, da gäbe es Geister. Ja, so etwas erzählt er dir? Ich glaube, darüber sprechen wir nochmal. Na klar, ich liebe Geister. Komm schon, wir müssen jetzt gehen. Ja gut, kannst du auch sprinten, Kind? Ah na, okay, perfekt. Ach, zu dem Jungen habe ich jetzt... Der hat einen Jetpack, der Junge? Der hat einen Jetpack. Wer hat ihm denn einen Jetpack gegeben? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, Vater? Ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll. Ach komm schon, ich werde es schon verstehen. Ich war bewusstlos und konnte euch nicht besuchen. Bewusstlos? Echt? So richtig so mit alle Lichter aus und so? Ja, genau so. Wow, wieso warst du denn bewusstlos? Da waren diese... Komm schon, wir müssen weiter. Da komme ich nicht mit. Wie, da kommst du nicht mit? Ich bin hier dein Vater, du kommst dahin, wo ich sage, Kind. Da komme ich nicht mit. Die Eltern unter euch, dann geht ihr, wollt ihr in den Rewe rein, dann sagt euer Kind, nee, da komme ich nie mit. Was macht ihr dann? Sagen, okay, du bist alt genug, du gehst jetzt alleine durch die Welt. So, sind hier gefährliche Bestien? Da ist alles friedlich hier. Lockbar. Okay, man findet aber recht früh schon so Waffen. Macht sogar Giftschaden. Ich bin nicht gut genug. Ja, Dex. Bin nicht gut genug. Warum willst du mir denn nicht erzählen, was mit dir passiert ist? Ich möchte dich nicht beunruhigen. Echt? Ich bin der Sohn der vermutlich größten Draufgänger von Magalan und du willst mich nicht beunruhigen? Je weniger du weißt, umso weniger musst du dir Sorgen machen. Komm schon. Komm schon. Ja, echt schön aus hier, ne? Schön dicht bewaldet. Das ist auch eine größere Halle. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch.
Der Junge, Alter. Ich glaube, mit dem werde ich noch ganz viel Spaß haben. Der wird mich wahrscheinlich noch zu Weißglut bringen, weil er nur Blödsinn macht. Sehr viele mächtige Heiltränke direkt am Anfang. Die sind aber auch gar keine Gegner. Ich dachte jetzt schon, wie wird das wohl, wenn jetzt Wölfe kommen oder so. Ich werde später Mutter fragen, was mit dir passiert ist. Weißt du, vielleicht ist es besser, wenn ich dir davon erzähle. Ja? Pass auf, wir werden angegriffen. Von den Morkons? Also nein, ich meine, es sind Fremde in die Länder der Menschen eingedrungen. Ja, Mutter erzählte mir schon davon. Aber die sind doch noch weit weg. Nicht weit genug. Ich wurde von ihnen überrannt. Wirklich? Ja, und dabei haben sie mich, also... Ich war einige Tage nicht ansprechbar. Cool! Wenn du das sagst. Kind, das ist sehr cool. Kind, siehst du diesen Turm da hinten? Da? Da sind die bösen Viecher. Und die sind böse, weil ich das sage und weil sie lila sind. Hier richtig? Sieht düster aus hier drin. Wer bist du denn? Na, Doc? Hey, du Flitzpiepe! Was rennst du hier durch meinen Krempel? Ah. Du wohnst hier? Wie war das? Ob ich hier wohne? Aber nein! Ich drapiere meinen ganzen Besitz nur so zur Schau! Damit vorbeilaufende Leute einfach alles einsacken können. Natürlich wohne ich hier! Aber du hast hier nichts zu suchen. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ex, nimm dir ruhig alles, was du willst, ne? Also, tu dir keinen Zwang an. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Fühl dich einfach wie zu Hause, Kind. Üb, soll ich mal verziehen? Wenn ich hier an die Truhe gehe, dann kann ich Dex direkt beibringen, wie man... Vater? Ja? Diese Fremden. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Bisher haben sie sich noch nicht dazu geäußert. So wie es aussieht, werden wir es aber bald erfahren. Und es wird uns nicht gefallen, vermute ich. Aber Mutter und du werdet doch auf die Menschen aufpassen, oder? Darum bringe ich dich jetzt erst einmal in Sicherheit, ja? Wir müssen uns genau informieren, was da auf uns zukommt. So, und jetzt ist aber erstmal Schluss mit der Fragerei, ja? Lass uns weitergehen. Ja, Vater. Ja, beste Kameraansicht. Uwe, verzieh dich da mal. Ich will stehlen. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Kannst du bitte woanders hingehen? Danke. Jetzt möchte ich gerne stehlen. Beschädigte Großaxt. Alter, die brauchen alle so viel Stärke. Einfaches Schwert. Oder hatten wir das schon? Ich glaube, das hatten wir schon. Die Welt scheint an sich so ein bisschen friedlicher zu sein. Hier auch einfach so mal Leute wohnen. Das hatte man in Elex 1 zwar auch, aber... Ja. Guck mal, da ist eine größere Stadt. Da bin ich schon mal gespannt, was wir da so finden. Wenn wir mal da sind. Da unten können wir auch noch gucken. Aber wenn die Fremden nur gekommen sind, um mit uns zusammenzuleben und wir sie einfach nur nicht richtig verstehen. Dex...
Ja, ja, schon gut. Rex, hast du mich nicht richtig verstanden? Sag noch ein Wort und ich schmeiß dich die Klippe runter. Nein, mach ich natürlich nicht. Das hat Spaß gemacht. Ich wünschte, wir könnten öfter Zeit miteinander verbringen. Ah. Du weißt, ich habe... Ja, ich weiß. Du hast viel zu tun. Aber trotzdem wäre es toll, wenn du ab und zu mal vorbeischaust. Halte dich an Aska. Er wird auf dich aufpassen, während ich weg bin. Ich schau mich mal um. Vielleicht finde ich ja Spuren der Geister, die Aska erwähnte. Mach das. So, wer seid ihr denn? Freut mich zu sehen, dass wir so viel guten Zulauf bekommen. Wie ich hörte, bist du einer dieser Männer, die für uns unverzichtbar sind. Ihr kämt auch ohne mich klar. Mag sein, aber mit dir wird es leichter. Willkommen in der Bastion. Ja, danke, Walder. Kartoffelsalat. Den nehmen wir mit. Kann ich mich sogar einfach bedienen? Ist das nicht schön? Lass mal hier hinsetzen. Das ist keine entspannte Sitzhaltung, Kollege. Sprühkäse, den man überall findet. Ich glaube, ich habe noch nie Sprühkäse gegessen und ich glaube, ich werde auch nie Sprühkäse essen. Finde ich das ein bisschen eklig. Glaube ich zumindest, dass das eklig ist. Ja, meine Gesundheit ist gut. Danke, Spiel. Lästig, Kritter. Oh, das ist ein Quest-Kritter. Sollte mal ein bisschen was essen hier. Habe ich nicht Fleisch? Und drei Fleisch und dann... Oh, das war zu viel. So, wer bist du? Rolf. Pass lieber auf, wo du hier überall entlang gehst. Du verscheuchst noch das ganze Wild. Du kümmerst dich um die Versorgung der Bastion? Ganz recht. Und ich behalte dich im Auge. Und jetzt lass mich wieder meine Arbeit tun. Deine Arbeit machst du auch sehr gut. Das ganze Mikroskop nehme ich einfach mit. Wieso sind Mana-Tränke orange? Darf ich euch auch töten? Das hat der lästige Kritter gar nicht gern gesehen. Finishing Move. Hey, ich meine, die bringen 10 Erfahrungen. Das ist ganz schön viel am Anfang. Muss man ja schon mal sagen. Und ich habe Fleisch. So, ist das hier die Bastion oder was ist er hier, Adam? Kaugummi.
Die deftige Kartoffelpfanne. Ein sehr schönes Bild. Ein verbessertes Bleirohr. Das ist vielleicht besser als das, was ich habe hier. Okay. Das sieht eher nach Bastion aus da oben. Da rumschlendert. Hey. Aha. Da bist du ja endlich. Hast du dir schon überlegt, was du als nächstes tun wirst? Nein, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dir anstellen werde. Dawkins. Ah, ich sehe, du hast mittlerweile herausgefunden, wer ich bin. Muss sagen, diese Antworten sind aber manchmal schon leicht assi. Ja, da bin ich eher so für das hier. Du bist mir eine Spur zu freundlich nach allem, was du abgezogen hast. Warum hast du dich mir nicht gleich zu erkennen gegeben? Ich hätte dich nur unnötig verwirrt und wollte, dass du dich erst einmal um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber jetzt können wir ja endlich mit unserer Arbeit anfangen. Die Skyans haben mittlerweile schon einen beträchtlichen Vorsprung, daher haben wir wenig Zeit. Skyans? Die Skyans? Hast du dir das ausgedacht? Den Namen haben die fremden Eindringlinge sich selbst gegeben. Ich habe einige ihrer Funksprüche abfangen können. Daher weiß ich, dass sie bald in die nächste Phase ihrer Invasion gehen werden. Du verstehst, was sie sagen? Das ist nicht schwer. Ich bin Wissenschaftler. Und das schon ziemlich lange. Die Sprache der Wissenschaft und der mathematischen Algorithmen ist universell. Da machen die Skyans keine Ausnahme. Ja. Du hast mir viel zu erklären. Als Hybrid hast du vor Jahren einmal ein Signal in den Himmel geschickt. Darauf folgte dieser seltsame Himmelskörper. Was zur Hölle hast du da getan? Hör zu. Ich habe zwar viele Erinnerungen an meine Zeit als Hybrid, jedoch sind viele Gedanken und Intentionen der Maschine wie ausgelöscht. Der Hybrid hat kurz vor der Auseinandersetzung mit dir ganz offensichtlich ein Wurmloch in Reichweite unseres Planeten geöffnet. Ein was? Wurmloch. Eine Entität, mit der man Raum und Zeit überbrücken kann. Und ganz offensichtlich sind unsere ungebetenen Gäste dort hindurchgekommen, sodass sie zu uns auf Magalan gelangen konnten. So, und dass diese Kerle uns jetzt angreifen, ist reiner Zufall, ja? Ich verstehe deine Aufgebrachtheit und Skepsis, aber ich kann dir leider auch nicht mehr sagen. Ich stelle mir alle diese Fragen jeden verdammten Tag, das kannst du mir glauben. Aber es nutzt ja nichts. Die Hybridmaschine ist Vergangenheit. Ich habe keinen Zugriff mehr auf diese Erinnerungen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und all diese Dinge aus eigener Kraft herausfinden, bevor die Skyans uns überrennen.
Warum sollte ich mich auf deine Spielchen einlassen? Du hast gar keine andere Wahl, Jax. Die Infektion der fremden Kreaturen wirst du ohne meine Hilfe nicht los. Des Weiteren hast du schon seit langem keine ausreichenden Mengen Elex oder Mana konsumiert. Du hast deine Magie und deine Kampfkraft verloren. Die Infektion liefert dabei ihren ganz eigenen Beitrag. Allein meine Expertise und Wissen über eine solche Art der Krankheit werden dich noch retten können. Ja, schon ein mieser Erpresser. Weil diese Arten sind mir, also die Antworten sind mir schon ein bisschen zu ruppig, aber eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich die wählen will, aber... Ach komm, wir sind der Assi. Du bist ein mieser Erpresser, ich sollte dich auf der Stelle töten. Das wäre nicht besonders schlau. Lass mich zunächst einmal beschreiben, was dir wirklich fehlt. Diese Skyaniden, also die Kreaturen der Skyens, von denen dich eins gebissen hat, sind hochgradig angereichert mit einer lilafarbenen Substanz, ähnlich unserem blauen Elix. Daher nenne ich dieses Zeug der Einfachheit halber dunkles Elix. Auch wenn es etwas, sagen wir, verwirrend ist, haben unser blaues Elex und das lila Zeug der Skyens ähnliche Wirkungen. Beide stammen nicht von dieser Welt. Beide führen zu fürchterlichen Mutationen und setzen dabei gleichzeitig unglaubliche Kräfte frei. Allerdings ist das Lila-Zeug hochgradig ansteckend und scheint sich rasend schnell selbst zu replizieren, wenn es einen geeigneten Wirt gefunden hat. Wenn du so viel über diese Skyans weißt, dann sag mir, wie man sie aufhalten kann. Sie kommen, um unseren Planeten für sich nutzbar zu machen. Und sind mit einer großen Übermacht an Kämpfern und Kreaturen hierher gekommen. Sag mir etwas, was ich noch nicht weiß. Ihre Former haben bereits den Betrieb aufgenommen und pumpen das dunkle Elex in das Erdreich. Das Umland um die Former herum ist höchst gefährliches Gebiet. Nur mit sehr guter Ausrüstung und großer Streitkraft empfiehlt sich eine Annäherung. Komm zur Sache. Das ist eigentlich schon alles, worum es im Grunde geht. Streitkraft und Ausrüstung. Wir brauchen einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Sache unterstützt. Die sechste Macht muss, wenn möglich, die größte Streitkraft der Menschen werden, damit ein Befreiungsschlag gegen die übermächtigen Skyns gelingen kann. Irgendwie... Finde ich das sehr merkwürdig, dass er sich an gar nichts erinnern kann und jetzt ist er der Erste, der gegen diese Skyans kämpfen will. Und vorher hat er sie halt angerufen und dafür überhaupt gesorgt, dass die hier hinkommen. Oder ihnen ein Signal gegeben, mit ihnen kommuniziert, ne? So kann ich das nicht auswählen. Damboa, Irganda, Iremi. Wie ich sehe, befällt die Infektion auch deine sprachlichen Systeme. Wie bitte? Wovon redest du? Aha. Und dein Erinnerungsvermögen. Interessant. Was wolltest du mir gerade sagen? Mehr als rohe Gewalt und Streitkraft fällt dir nicht ein? Oh doch. Es wird eine Vielzahl an Aufgaben geben, die wir zu bewältigen haben, Jax. Diese Bastion muss erst einmal auf Vordermann gebracht werden, damit unsere wachsende Streitkraft hier überhaupt Platz findet. Dann dürfen wir die Truppenbewegungen des Feindes und ihre Skyaniden-Kreaturen nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen sofort intervenieren, wenn wir bemerken, dass sie sich irgendwo signifikant vorwagen. Und ja, eine geeignete Partnergilde muss auch erst einmal gefunden und rekrutiert werden für unsere Sache. Wann kümmerst du dich um meine Infektion? Ich arbeite bereits daran.
Das Studium des dunklen Elex steht ganz oben auf meiner Agenda. Noch haben wir Zeit. Du wirst schon nicht so schnell zu einer Skyaniden-Kreatur mutieren. Außerdem hast du einen starken Willen. Wenn das dunkle Elex nur halbwegs so funktioniert wie unser blaues, dann hast du gute Chancen. Verarsch mich nicht. Ich will nicht an irgendeiner Seuche krepieren, nur weil du hier Krieg spielen willst. Ich werde mir das Ganze sowieso erst einmal in Ruhe ansehen müssen. Es braucht seine Zeit, in der wir uns auf den offenen Schlagabtausch gegen die Skyans vorbereiten müssen. Es erinnert schon sehr an die Geschichte aus Risen 3, wo man ja dann auch seinen Geist verloren hat und nach zum Schattenwesen mutiert. Und hier mutiert man dann zu einem Skyans. Oder zu einer Skyans-Kreatur. Warum sollte sich eine der Gilden uns anschließen wollen? Einer muss mit eisernem Willen voranschreiten, mit seiner Armee von mutigen Kämpfern, um den Skyans Einhalt zu gebieten. Da sich die Gemeinschaften Magalans schon seit Ewigkeiten in Streitigkeiten untereinander ergehen, kann das nur eine eigenständige und unabhängige zentrale Macht sein. Die anderen Gilden werden folgen, sobald sie merken, dass wir Menschen eine Chance gegen den übermächtigen Feind haben. Rekrutiere sie, werde ihr Ausbilder, finde deine alte Stärke wieder. Nur du wirst sie aus ihrer Lethargie und Angst führen können. Bereite sie vor auf den nahenden Krieg gegen die absolute Vernichtung der Menschheit. Sei ihr Held, sei ihr Anführer, ihre letzte Hoffnung auf Rettung. Bestie von Xakor. Nenn mich nie wieder so. Das ist Geschichte und schon viel zu lange her, um wahr zu sein. Und doch sprechen sie immer noch über deinen Kampf gegen den Hybriden und deine Rolle im Krieg gegen die Alps. Auch wenn du jetzt erst einmal nur noch ein Außenseiter für sie bist, werden sie dir schon bald wieder vertrauen. Du Heuchler, du sprichst von dem Hybriden, als hättest du nie damit zu tun gehabt. Ich bin schwach und ausgebrannt. Die Maschine, die mich einst beherrschte, existiert nicht mehr. Doch deine Willenskraft, die uns alle aus den Fängen des Hybriden befreite, ist immer noch so stark und ungebrochen wie früher. Geh und überzeuge sie davon, mit dir in den Krieg gegen die Skyans zu ziehen. Schnell, bevor es zu spät ist. Mal angenommen, ich würde nach einem passenden Partner für deine sechste Macht suchen. Alle Gemeinschaften Magalans sind sich uneins und tragen immer wieder regelrechte Kleinkriege gegeneinander aus. Wenn wir eine Chance gegen die Skyans haben wollen, dann geht das nur mit Macht und Gewalt. Geh und rede mit den obersten Anführern der Gemeinschaften. Finde heraus, wer für uns ein starker und geeigneter Partner wäre. Schließe dich ihnen an, wirf ihre Kämpfe ab, nimm ihre obersten Anführer gefangen oder sonst was. Mir soll es gleich sein. Mach, was immer nötig ist, um unsere Macht in der Bastion zu festigen. Und beeile dich damit. Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Mach keinen Stress, Junge. Die Bastion auf Vordermann bringen, was genau heißt das? Zunächst müssen wir das Umland der Bastion von ungebetenen Gästen befreien. Erst wenn wir vor den Quellgeistern des Umlandes hier unsere Ruhe haben, können wir den nächsten Schritt wagen. Ist das alles? Du bist Experte für das Entfernen von lästigem Viehzeug. Ich gehe davon aus, dass es keine große Sache für dich sein wird. Wie bist du der Maschine des Hybriden entkommen? Nachdem du meine erbärmliche Hybridengestalt besiegt hattest, war der überwiegend logische Teil der Maschine zerstört. Der Genesungsprozess des Menschen Dr. Adam Charles Dawkins setzte ein.
Irgendwann schaffte ich es, die Kapsel zu öffnen, in der mein Körper steckte. Es dauerte viele Wochen, bis ich wieder meine eigenen Muskeln bewegen und nutzen konnte. Ganz der Alte bin ich noch nicht, jedoch endlich frei von dem destruktiven Gedankengut der Maschine. Und das ist gut so. Jo, Bestandsaufnahme. Wir haben noch nichts gemacht. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Die Bastion ist noch nicht ausreichend befestigt. Zuallererst sollten die Biester im Umland erledigt werden. Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben, damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran, je eher du einer Fraktion angehörst... Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Ich glaube, man kann auch gildenlos spielen und ich würde mir gerne alle Fraktionen erstmal angucken und so weit spielen, bis ich mich einer anschließe und mich eventuell dann für eine Fraktion entscheiden oder vielleicht sogar gildenlos spielen. Mal gucken. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Kaya, die starke Magierin der Berserker, reibt ihre Streitkräfte in den Grenzgebieten von Tavar auf, um das Land vor potenziellen Gefahren zu schützen. Außenpolitisch waren die Berserker noch nie besonders geschickt. Aber gut, sollen sie. Okay. Jedoch können wir so noch nicht beurteilen, welche Gilde uns am effektivsten helfen kann. Wir brauchen noch mehr Informationen über die Gemeinschaften. Und vergiss es nicht, es ist wichtig. Unser aller Zukunft hängt davon ab. Ist klar. Labortisch. Davon verstehe ich nichts. In der Uhr? Verstehst du was davon? Ja, da haben wir ja einiges zu tun. Ich bin nicht gut genug. Bist du denn gut genug für dieses Knoblauchbrot? Davon verstehe ich nichts. Ist ja auch eine Werkbank vielleicht? Oh, leider nicht. Naja, aber diesen Dawkins vertraue ich auf jeden Fall nicht. Ich denke, der wird seine eigenen Pläne haben. So, was können wir denn hier mal machen, Schönes? Dafür brauche ich Intelligenz. Auch für alles hier Intelligenz, ne? Tja, dann scheint es wirklich so zu sein, dass man wieder auf alle möglichen Talente gehen muss, auf alle Attribute und auf alle Talente, weil das Jetpack ist ja schon essentiell. Naja, das wird sich nach und nach schon aufklären. Hey, ich hörte, du bist auf einer Mission, die Bastion wieder auf Vordermann zu bringen. Kann ich mitkommen, Vater? Oh, ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Ach, komm schon. Ich werde mich auch nicht allzu weit von dir oder der bekannten Gegend hier entfernen. Ja? Und was ist, wenn wir von wilden Tieren angegriffen werden? Du wirst schon auf mich aufpassen. Komm schon, bitte. Aber du hörst auf das, was ich dir sage. Klar? Ja, ja, ich bin auch ganz still und halte mich im Hintergrund. Na gut, dann komm mit. Aber bleib dicht hinter mir, okay? Na gut. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass wenn man die Leute anspricht, dass man direkt in so einem komischen Gesprächsmodus ist, wo die Kamera und die Haltung von den NPCs sich komplett geändert hat. Diese Katze ist so cool.
Davon verstehe ich nichts. Nehmen wir alles mit hier. Aha. Ems-Rakete. Ich wette, dafür brauche ich auch das Wissen. Davon verstehe ich nichts. Ist das immer so aufregend? Was meinst du? Mutter hat mich ja meistens nicht mitgenommen auf ihre Reisen. Ich musste immer im Vorbleiben. Da passieren zwar auch spannende Dinge, aber... Naja, ich kenne das Vor schon. Hier draußen war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dann pass auf, die Gegend ist gefährlich. Nur gut, dass ich dich dabei habe. Ich laufe weg, wenn Leute kommen. Kommst du auch hierhin hinterher, Junge? Kommt da. Davon verstehe ich nichts. Aber vom Kartoffelsalat, davon verstehe ich einiges. So, was haben wir hier noch? Übungspuppen. Hast du schon viele Menschen getötet? Kommt schon mal vor. Manchmal machen die Leute eben Ärger. Ich weiß ja, dass es manchmal passiert, aber... Ich will nicht, dass Menschen sterben müssen. Ich weiß. Versuche in Zukunft einfach in so wenig Ärger wie möglich zu geraten, okay? Das werde ich dir nicht versprechen. So, was haben wir hier? Dex, du könntest die ganzen Viecher hier auch alleine jagen. Wie wäre das? Ich mach derweil ein Schläfchen. So, gucken wir mal in diesem Türmchen hier. Ah, ist auch ein Teleporter, sehr gut. Wie diese Teleporter funktionieren, wurde auch nicht einmal angesprochen. In Elex 1 nicht und hier wahrscheinlich auch nicht. Die gibt's einfach. Der Junge ist anscheinend weg. Ah, nee, doch. Ja. Die Hauptquest ist, den Jungen loszuwerden. Dass der einfach auch einen Jetpack hat, finde ich so witzig. Herd kann ich benutzen hier. Guck mal, rohes Rattenfleisch. Wieso bringt das minus 3 Gesundheit? Ah ne, so bringt es roh. Bringt zu wenig. Das machen wir. Gebratenes Setzerbrot, das machen wir auch. Wir machen alles hier. So, kochen mit Jax. Tja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um, gehen mit dem Dex spazieren und gucken mal, was uns noch in der wunderprächtigen Welt von Elex 2 erwarten wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.